Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich hab's heute geschafft, Scarlett im Badehaus zu fragen, ob sie mit auf Patrouille gehen will, ob sie mit kämpfen gehen möchte. Jetzt haben wir Bikini Scarlett bei uns, was ich zugegebenermaßen ziemlich witzig finde. So, wen nehmen wir denn mal noch mit? Wer will denn noch hier Kanonenfutter sein? Du vielleicht, Doug? Was ist das? Diese Stadt ist voller komischer Leute. Die sind nämlich an Selfia. Ist das eine Stadt? Ja, ich weiß, dass es eine Stadt ist. Lass uns gemeinsam losziehen. Tut mir leid. Ein andermal. Oh nein. Ich will doch noch irgendjemanden haben, der mit mir um die Häuser zieht. Wir haben schon Bikini Scarlett und normal angezogenen Martin. Hier ist aber bestimmt noch was los. Wir können auch Fuka mitnehmen oder so. Ist hier? Da ist Fuka. Fuka, kommst du mit? Möchtest du dich wieder ein bisschen verprügeln lassen? Ich weiß, da stehst du drauf, Fuka, komm. Nein, schon gut. Oder ich will plaudern. Ja, wir machen das mit einem Plaudern. Ich möchte plaudern. Jetzt nicht? Was? Du vielleicht? Möchtest du mitkommen, Elsha? Na gut. Okay, dann haben wir Elsha dabei. Okay, da haben wir einmal große Brüste, einmal wenig Kleidung und einmal normaler Typ. Okay, alles klar. Oh Gott. Na, schauen wir mal, wie das wird. So, da müssen wir jetzt hier hoch. Da müssen wir hin, zur Mine. Erdgeschoss. Jetzt Erdgeschoss. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Hups. Toll. Hm. Ja, die mache ich auch mal ganz gerne kaputt. Oh, und hier auch. Die nehme ich gerne mit. Die brauchte ich für irgendwas Wichtiges. Formel C oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall im alten Teil war vertrocknetes Unkraut super wichtig. Und... doch. Und hier, davon nehme ich auch noch ein paar mit. Und, na? Scarlett sieht das mit dem Outfit tatsächlich durch, ne? Das ist schon mehr als witzig. Ups, das war schon. Hör auf. Alright. Mir alle zugucken. Ja, ich mache ja schon, Leute. Ich hab's gleich. Ich bin nur ein bisschen bekloppt. Das war's. So, ihr kleinen Simulanten. Heute wird sich nicht auf den Boden gelegt. Heute wird gekämpft. Los geht's. Ja, wir gehen in die Richtung. Ich habe einen Rückenkratzer. Lass mal das hier kaputt machen. Oh ja. Guck mal, wie sie alle aufleveln. Wow. Ich levele euch. Das ist krass. Natürlich, ne? Die haben ja noch ein sauer niedriges Level. Hier, ein Schattenpanzer. Panzer. Oh mein Gott. Die ganzen Level abgeräuscht. Kannst du mal anmelden? Das ist irgendwie witzig. Also das Geräusch. Das wird, glaube ich, schon eine Zeit lang so weitergehen. Von wo kommen wir nochmal, lol? Von da oben, dann gehen wir da unten weiter. Okay, verstehe, ich muss ja auch mal ein bisschen weiter leveln. Aber das Wichtigste ist, dass ich selbst gelevelt bin. Hab einen besiegt. Scarlett ist wieder am Simulieren. Ich frage mich, ob Scarlett auch Level-Ups kriegt, wenn sie besiegt ist. Nein, ich glaube nicht. Und wer liegt, der liegt. Scarlett! Dann lass mal so liegen. Wenn sie Chidimili machen will, dann ist das so. Eine scharfe Kralle habe ich. Toll. Lassen sie einfach zurück. So, oh, das sieht interessant. Oh, was ist das denn? Oh, sieht ja gruselig aus. Ich mach mal diesen Schalter hier an, okay? Ich drücke den jetzt. Ah, das war so klar. Au. Martin lebt noch. Nein, der ist auch tot. Okay, ich glaube, ich sollte wieder den mal trainieren. Ach, das ist okay. Oh, ich sollte vielleicht auch ein bisschen auf mein Leben achten.
Ups, das ist doch ganz schön hart hier. Nee, hier. Time to eat! So, jetzt machen wir weiter. Au! Du Lümmel! Die hauen ganz schön hart rein. Okay, einen Hammer. Hey, auf mit deiner Kombo! Nein! Oh mein Gott! Das war echt hart. Ich glaube, ich muss mehr trainieren. Oh Gott, und vielleicht auch mehr ausweichen und vielleicht bessere Rüstung schmieden. Das ist nicht gut. Hallo, Lucy. 8000. Bist du deppert? Hi. Ich brauche bessere Ausrüstung. Wir gucken mal, ob wir was Besseres schmieden können. Das war ziemlich, disappointing. Ich krieg sehr oft aufs Maul. Aber zu meiner Verteidigung spiele ich auch auf schwer. Das soll ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf Screen leveln, wenn ich auf schwer spiele. Ja, ich bin aber dabei, mal ganz viel zu schmieden, wenn ich das Spiel dann zu kochen und anzubauen und so. Und ich ignoriere dann so ein bisschen immer das Leveling. Also die Frame-Einbrüche, ne? Aber naja. Ah, hoffentlich kommt auch mal eine neue Switch-Konsole oder generell eine neue Nintendo-Konsole raus, wo naja, ein bisschen mehr Leistung drauf ist. So. Was habe ich jetzt eigentlich an Rüstung gerade an? Ich habe ein Kettenhemd. Das blau ist. Magic. Ein Kettenhemd. Es ist ganz gut. Ich kann es ja noch verbessern, ne? Rüstung verbessern? Ne, nicht verbessern. Was mache ich denn da? Rüstung fertigen. Kettenhemd ist schon so ziemlich das Beste. Und das kann ich ja selbst da auch noch ein bisschen upgraden. Dann mache ich das mal, dass ich da auch weniger Schaden kriege. Das sind eben solche Feinheiten. Das gleiche gilt natürlich auch für Schuhe, Kopfbedeckung, Accessoire. Das ist halt eben für alles wichtig. Was soll ich matten? Rüstung verbessern. Dann ist das jetzt meine Aufgabe. Mir zum Beispiel das Kettenhemd zu nehmen. Und dann gucken wir mal. Abwehr 37, Abwehr 41. Und das wird dann geschmiedet. So. Und das kann ich dann auch mit anderen Sachen machen. Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme jetzt hier zum Beispiel dieses wuschelige Qualitäts... Oh Gott, nein, das kostet zu viel Ruhmpunkte. Aber vielleicht hier, das andere Qualitätsfell. Dann habe ich dann statt 41 dann zum Beispiel 44 Abwehr. Und noch ein bisschen Magieabwehr. Und so wird es dann nach und nach immer besser. Wenn ich aber falsch, kann auch ein bisschen Angriff zum Beispiel drauf machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann da mal gucken, ob ich noch ein billiges Tuch reinarbeiten kann. Bringt das ein bisschen was? Ja, auch. Oder Feenstaub. Ah, na, weiß nicht so ganz. Aber eine Klingenschärpe, vielleicht für mehr Angriff. Stärke plus 2, immerhin. Dann kann man eben so ein bisschen mal rumprobieren. Oder das Garn. Ja. Noch einen Magieangriff mehr. Das ist halt immer so ein bisschen rumgespielt. Oder Magiekristall. Was bringt der noch? Magieangriff und noch ein bisschen. Ja. Ich will auch noch so ein bisschen hiervon reinarbeiten. Da gibt es einen Verteidigungspunkt mehr. Ja, und so kann man eben nach und nach alles ein bisschen aufbessern. Die nächste Frage ist natürlich auch, ob ich vielleicht auch andere Kopfbedeckungen oder Schilde oder sowas noch fertigen kann, die mehr bringen. Ich kann zum Beispiel eine rote Schleife machen. Und die ist hoffentlich besser als diese doofen Katzenohren. Die Katzenohren Abwehr plus 9, rote Schleife plus 2, rote Schleife, weil sie trägt wirklich leidenschaftlich. Oh, die braucht aber 600 Runenpunkte. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Dann müsste ich aber vorher jetzt wiederum was kochen für mich. Dann gucke ich mal ganz kurz, was ich Runenpunkte brauche. Können wir zum Beispiel einen Bratapfel machen. Ich kann eh nur einen machen, dann mach mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte der bringt. Brauchen wir keine Butter oder so für einen Bratapfel? Bisschen enttäuschend, aber okay. Oder einen gebratenen Reis. Tudum, knister, knister. So, ja, mal gucken, was das jetzt hier bringt. Ah, hier, stellen wir den gebratenen Reis.
Wow, das hat keine Ruhmpunkte gebracht, sehe ich gerade. Ruhmpunkte plus 5? Bisschen bescheuert? Wo ist das ganze Ruhmpunkte-Zeug? Oh, dann müssen wir es anders machen. Oh mein Gott, why? Käse. Nein, ich esse jetzt einfach nicht mal ganz viel Käse. Komm, wir nehmen jetzt einfach... Kann der Stand nichts machen? Essigrübe, da. Hoffentlich reicht das. Ich muss irgendwie auf die Ruhmpunkte kommen, Spiel, bitte. Ich will euch noch irgendwie mal zeigen, wie ich das dann... Ups, wie ich das dann mache. Totales Chaos hier. Los, her damit. Ja, das bringt ein bisschen was. Ja, damit können wir arbeiten. So, jetzt müssen wir genug Ruhmpunkte zusammen haben. Die gute alte Rübe, die enttäuscht mich nie. So, ja. Dann können wir auch endlich zu albernen, blöden Ohren loswerden. Die mochte ich nie. Aber es wusstet ihr ja sicher schon. So, das Beste ist auch, was ich euch auch noch zeigen möchte. Ihr könnt auch gleich hier schon bereits andere Sachen einarbeiten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ja komm, ich will noch ein Saphir mit drin haben. Oh, da kostet jetzt aber schon wieder zu viele Ruhmpunkte. Warte, warte, da muss ich schon ein bisschen Rüben essen. das ist furchtbar, tut mir leid. So, nochmal ein bisschen. Reicht das jetzt? Nur das Beste, ja. Nur das Beste, ich sag's euch. So, nochmal. Rote Schleife. Ist okay. Und dann arbeiten wir da jetzt zum Beispiel einen Smaragd rein. Reicht. Und wir arbeiten noch etwas Bronze rein. Ja. Und dann arbeiten wir noch so ein bisschen... Nein, nee, das ist wieder zu viel. Dann arbeiten wir hier zum Beispiel noch etwas Fell rein. Und dann bringt das ein bisschen mehr. Und dann gehen wir auf OK und dann haben wir was ganz Tolles. Okay, jetzt. Eine rote Schleife. Fertigkeit, Anstieg. So, und dann vergleiche ich mir jetzt mal die wunderschöne rote Schleife mit den Katzenohren. Katzenohren, Verteidigung 8. 9 und die haben einfach mal 18. Doppelt so viel. Plus nochmal Magieabwehr. Und die kann man ja auch noch upgraden. Mhm, die rote Schleife ist einfach in allen Belangen besser. Ja. Das gleiche können wir noch mit dem Hemd machen. Das wird jetzt noch... Wo ist mein Hemd denn? Wo ist mein Hemd? Ich meine, wo ist mein Hemd da? Ja, dann wird das also mal ein bisschen schicker alles machen. Geheimnisschuhe. Ich weiß gerade gar nicht, was es da jetzt noch so gibt. Ich gucke mal bei den Schuhen. Halt meine Rüstung ist halt eben gerade auch so ein bisschen underwhelming. Knochen. Kräftige Ranken. Okay, für die Schnüre. Da muss ich mal gucken, dass ich da noch rankomme. Aber die Schleifstiefel sind jetzt gar nicht so gut. What? Ich gucke gerade eine Abwehr plus 6, denn ist bessere plus 30. Aber dafür sind es Goldstiefel, ne? Da muss ich schnell gucken, dass ich da vorankomme. Oh Gott, liebe Freunde, ne? Das kann ja hier richtig heiter werden, aber so richtig. Uiuiui. Hast du etwas Ungewöhnliches bemerkt? Kann ich euch eigentlich Hallo sagen? Nein, okay. Schade, dass ich so schlecht bin. Naja. Dann würde ich aber. Das Beste ist, glaube ich, wenn wir einfach jetzt nochmal hingehen, nochmal ein bisschen trainieren. Die haben mich ja schon ziemlich fertig gemacht, ne? Ich brauche auch. Ja, ich brauche einfach mehr Verteidigung. Also, der Schlüssel ist natürlich auch zu leveln und zu trainieren. Ich sollte halt eben auch gucken, dass ich mir in absehbarer Zeit auch ein festes Team an Leuten zusammensammle, die immer mit mir kämpfen. Weil momentan ist es ja so, dass ich schon immer mit anderen Leuten losziehe. Und wenn ich halt eben immer mit den gleichen Leuten losziehe, werden natürlich dann auch immer die gleichen Leute gelevelt. Und das ist natürlich dann besser für den Fortschritt. Oh, Gerichte. Die nehme ich mal mit. Liebeskristall, okay. Weil, wenn ihr jetzt hier sehen werdet... Oh, jetzt habe ich sogar einen Stufenaufstieg bekommen. Okay. Martin liegt schon wieder. Aber hier, guck, die leveln ja jetzt gerade relativ schnell. Wenn sie nicht gerade wie Martin die Simulanten sind und auf dem Boden liegen. Ein Wunschatschio, Martin. Aber ein bisschen mehr Mühe geben könntest du dir. Ja. Muss ich das hier erstmal vertagen, ne? Zumindest tut mir echt leid. Oh, jetzt gehen es auf alle Level-Ups. Ja, vielleicht Martin, ja, vielleicht wirklich jemand, den schon eher mitnehmen würde. Was ich gelesen habe, dass Ludmilla ganz gut sein soll. Die haben aber leider noch nicht. Ich denke mal, die werden ja nach dem Abschnitt hier kriegen. So. Will keiner mehr Level-Ups haben? No Level-Ups. Oh, das Ding will vielleicht mal kaputt machen. Ja, aber wenn ich leveln will, wäre es auch gut, wenn ich es da lasse. Oh, hier. Gib mir eine coole Kralle, Herr Schattenpanther.
Oh yeah, Level up. So, Martin, lass mal liegen. So, ja, hier wird uns jetzt mal richtig hart fertig gemacht. Was schafft man es ja diesmal? Ach nee, das war noch nicht hier. Oh, da ist immer Krallen liegen. Was war da jetzt? Wir können auch den Weg gehen, wenn der andere zu hart sein sollte. Wir gehen mal hier lang. No. Ah, jetzt habe ich den Schalter hier umgelegt. Vorher hätten die ja wahrscheinlich auch gar nicht weitergekonnt. Hier ist ein Molanten. Hier liegt nur. Oh cool, jetzt habe ich ja noch einen Schalter. Okay, das war, glaube ich, wichtig. Okay. Ich glaube, wir können eh noch nicht weiter, ne? Wenn hier irgendwo ein Boss ist, dann zerlegt uns. Wenn hier ein Boss ist, dann macht uns richtig fertig. Wir können ja schon mal gucken ein bisschen. Mal ein bisschen looky-looky machen. Na, oh Gott, jetzt sind wir wieder hier, aber von der anderen Seite oder was? Oder, oh Gott. Ja, ich glaube, wurden wir hier fertig gemacht? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen mal hier durch, ne? Also, oder? Ist das eine neue Ecke? No! Ich muss so lachen. Ich weiß gar nicht, wie das sagt. Ist das Elsa? No! So richtig begeistert und voll verschlafen. Ich find's lustig. So. Hey. Ehe. Du Arsch. Ich hätte gehen. Bis dann. Spaß weg. Wenn du mich entschuldigen würdest. Oh, entschuldige. Was? 19 Uhr? Ihr macht alle Feierabend? Gutes Personal ist so schwer zu finden. Dann geh ich alleine weiter, ihr Nulpen. Es ist schwer, gutes Personal heutzutage zu finden. Ist doch kurz vor Ende und so alle ab. Oh, hi, was geht? Jetzt muss ich euch alle alleine besiegen. Ich meine, als ob die anderen jemals eine Hilfe gewesen wären, aber trotzdem. Du böser Geist, ich mach dich fertig, nur damit du es weißt. Das Nervige ist, wenn die sich schon einmal unsichtbar machen. Du musst schon mal warten, bis sie sich wieder. Ja, naja, gut. Halt sichtbar machen. Geisterkapuze. Oha, oh, was ist das denn? Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Du bist voll süß. I like you. Erstmal, wenn ich erstmal sich darüber freuen, wie süß die Monster sind und sich besiegen lassen haben. Die machen halt gar nicht so viel Schaden, das ist gut. Ihr komischen Tapire. Ich fühle mich so irrelevant, weil so wenig. Weil dieses Geräusch, das ist so unbedrohlich. So, ja, habe ich euch. Cool. Ja, weiter geht's. Muss ich alles hier alleine machen, aber schon echt gruselig, ne? So eine alte europäische Geisterstadt irgendwie. Oh mein Gott. Es ist schon schön hier. Es ist schon ein cooles Dungeon. Was mir aber bisher aufgefallen ist, dass die Dungeons hier doch recht klein sind. Also wenn ich da an Room Factory 4 denke, wie lange verworren das da teilweise war. Also lang war es da auch nicht, aber wesentlich länger als hier. Dann gucken wir mal. Gut, würde ich mal vorschlagen, dass wir auch mal Feierabend machen. Der Geschäftsführer muss immer eine Stunde länger machen. So, man ist hier schon mal durchgekämpft. Ist okay. Ist okay. Ihr anderen allen faulen Wesen, ihr. So, dann, nach Hause am Abend. Na gut, dann machen wir dann ein andermal weiter. Ich meine, okay, fast gerade war vielleicht frisch, weil sie im Bikini mitkam, aber hey. Die hatte übrigens heute Geburtstag. Mhm. Also wenn Scarlett und ich nicht Best Buddy sind, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht generell, wie es jetzt hier so aussieht. Oh, Lukas, da muss man noch viel machen. Scarlett und me, Best Buddies. Ja, da schenke ich auch mal Tempura. Ich weiß gar nicht, was ich bei Martin gemacht habe. Irgendwas muss ich machen, was Martin richtig gut gefällt. Dass der so voll auf mich abgeht. Vermutlich findet er mich einfach anziehend. Oh. Ich habe schon was falsch gemacht. Hä? Heute ist wieder so ein bisschen, es ist ein bisschen, nicht gut von der Übertragung. So ein bisschen nicht gut halt. Ja, mal gucken. Vielleicht brauche ich irgendwann mal eine neue interne Capture Card. Hier. Der Bratpfanne. Ich will noch was Garlic eine Tempura machen. Und da war. Was ist los?
Also ja, eindeutig Probleme. Der Sound klingt gerade auch wieder richtig gut kacke. Hört ihr das? Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein bisschen an den Kabeln rütteln. Ich denke mal, okay, die Folge ist eh schon fast vorbei. Es ist mir so leid, dass ich heute nicht so viel geschafft habe, ne? Ich dachte, wir rocken jetzt mal ein bisschen gemeinsam das Dungeon, aber wir haben nur gelernt, dass wir uns halt eben immer noch richtig ins Gesicht schlagen. Hi, guten Morgen. Du kriegst einmal Tempura, bitte. Ja, bitteschön. Das habe ich selbst gemacht, nur für dich. Kuss auf die Nuss. Gut. Wir haben uns dafür jetzt ein bisschen eingeschleimt. Ich werde jetzt mal ein bisschen nochmal an den Kabeln von meiner Capture Card rumrütteln, in der Hoffnung, dass es daran liegt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, wir made jetzt Play Tone Factory 5 und dann hat es hoffentlich der Sound nicht mal so grisselig. Ach ja, und es war ja ein Fest heute. Stimmt. Na, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bye.